Moin, wir sind Sascha und Tommy von der Alex Mofa Gang und ihr schaut Fresh Milk TV. Yo. Unser Haus ist eine Insel, mittendrin im Ozean. Nordwest im nächsten Eurasien, Metropole dezentral. Ich sitze hier mit der Alex Mofa Gang bei einer Currywurstbude hinterm Ostbahnhof, direkt in Berlin. Und neben mir sitzen zwei Vertreter davon. Vielleicht stellt ihr euch kurz mal vor. Du bist der? Ich bin der Sascha, hallo. Ich singe und spiele Gitarre bei der Alex Mofa Gang. Hi, und du? Moin, ich bin Tommy und spiele auch Gitarre und singe. Okay, danke. Und dann gibt es noch drei weitere Mitglieder. Vielleicht sagt ihr mir einfach abwechselnd die Namen und dann haben wir es. Ja, das ist der Bräuni, der Trommler bei uns. Mein Bruder, der Roger, der spielt Bass. Und Taste Vogel am Keyboard. Ihr habt euch kennengelernt, ihr seid befreundet und ihr macht, die Pommes können einfach kommen. Ja, danke schön. Ja, greift zu, Männer. Pommes, Schranke, Rot-Weiß, typisch Berlin. So, wie es sich gehört hier. Ihr seid fünf Jungs aus der Band und ihr habt euch kennengelernt. Macht schon lange Musik zusammen oder wie habt ihr euch gefunden? Genau, also im Prinzip ist es so, dass wir schon vorher befreundet waren, bevor wir angefangen haben, zusammen Musik zu machen. Da wir alle irgendwie im Musikbereich arbeiten und viel zusammen auf Tour waren, dann angefangen haben, privat rumzuhängen und dann so eine Idee von gegenseitigen Demos, Vorspielen mal irgendwie zu so einem Wochenende, wo man mal Musik macht, in schnelle Liebe und dann einfach in eine Band ausgeartet ist, sagen wir mal. Und dann habt ihr wahrscheinlich lange zusammengesessen und euch einen Bandnamen überlegt oder kam die Idee auf einen Schlag? Also um die Band drumherum gibt es ja sozusagen eine Geschichte und in dieser Geschichte hat halt ein Mofa auch eine Rolle gespielt oder spielt halt eine Rolle und haben dann den nächstliegenden Schritt einfach gewagt und haben gesagt, gut, der Typ heißt eh Alex und heißen wir halt Alex Mofa Gang. Ja, wer ist denn Alex? Alex ist im Prinzip ein guter Kumpel von uns, den man da auch im Video sieht. Und wir erzählen sozusagen seine Geschichte. Und wir tanzen durch das ganze Haus bis in den nächsten Tag. Wir machen richtig laut und wir haben keine Nachbarn, keinen Mietvertrag. Und wir tanzen noch im zweiten Stock, doch niemand kann uns sagen, wie lang die Säulen dieses Hauses unsere Leichtigkeit ertragen. Ein Leben auf dem Dorf hat ja eigentlich viel Langeweile zu bieten. Man will irgendwie versuchen auszubrechen. Die einen nehmen Drogen, die anderen machen irgendwie, keine Ahnung, Extremsportarten oder machen irgendwelche Tricks mit ihren Mopeds. War vielleicht, dass du angefangen hast, Musik zu machen, so eine Art Ausbruch? Bei mir war es tatsächlich so, dass es eigentlich relativ klar war, dass es so passieren wird, weil meine Eltern Musiker sind. Und ich quasi von klein auf an immer auf Konzerten noch mit war und irgendwie dann noch relativ früh angefangen habe, durch meine Eltern halt irgendwie Instrumente zu spielen. Und natürlich war es dann aber irgendwie so mit 13 im Jugendclub, die erste Jugendclub-Band, irgendwie ganz, ganz typisch Punkrock-Klassiker gecovert, mehr schlecht als recht und so. Und klar, vielleicht auch, weil nichts anderes zu tun war. Aber die Musik selber kam in dem Fall eher durch meine Eltern. Tommy, wie würdest du das Genre von eurer Musik beschreiben? Also eigentlich haben wir gedacht, wir machen eine Punkband. Hat nicht funktioniert. Nee, tatsächlich ist es so, dass wir witzigerweise früher eigentlich alle härtere Musik gemacht haben. Also gerade irgendwie Bräuni und Roger kommen eher so aus der Hardcore, Metalcore Richtung. Ich habe früher in so einer Ami-Pop-Punk-Band gespielt. Und dann haben wir aber geschrieben und dann war es halt so, saßen wir dann an diesem Wochenende zusammen da, also schon ganz schöne Popmusik, ne? War dann auch okay, macht auch Bock. Es ist halt Deutsch-Rock-Pop-Garage. Und eines Tages wirst du müde und sieh den Sommer aufs feste Land. Und dann mit Frau und Kind ins Eigenheim mit einem Carport nebenan. Und du wohnst direkt am Ufer mit Blick auf unser Haus. Und manchmal spuckt die alte Wunde Blut und dann ruderst du hinaus. Wird Alex eines Tages wiederkommen? Das ist auch so ein Thema, was thematisiert wird. Da gibt es zum Beispiel, auf der Platte wird es einen Song geben, da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht, der heißt Alles wie es war.
Der dreht sich genau darum, dass Alex im Prinzip zu Besuch mal wieder in die Heimat fährt und wie sich das dann anfühlt, wieder in die Straßen enger werden und immer kleiner und immer schmaler und irgendwie die Dörfer so vorbeifliegen, um das Gefühl nach Hause zu kommen. Ob er wirklich wieder nach Hause geht und da bleibt, das kann man natürlich nicht verraten. Wo wollt ihr hin? Einfach weitergehen, den nächsten Schritt machen, als Band weiterkommen und besser werden, bessere Songs schreiben, mehr Konzerte spielen. Da haben wir super Bock drauf. Und immer weitermachen, am besten. Immer weitermachen. Auf dem Mofa. Keinen Mietvertrag und wir tanzen noch im Dachgeschoss. Doch niemand kann uns sagen, wie lang die Säulen dieses Hauses unsere Leichtigkeit noch tragen.